Was geht ab, meine Freunde? Ich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Heute ein sehr, sehr anderes Video. Und zwar, wie ihr schon seht, wir sind hier gerade im Flughafen. Für uns geht das jetzt erstmal, Wallah, Ciao Deutschland. Wallah, ich brauche dieses Ciao Deutschland. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg jetzt nach Alanya. Oder wie die Kölner das sagen, mache Dude, schwing the hood. Schwing the hood, sagt er. Ja, auf jeden Fall, Freunde. Ich bin jetzt auf dem Weg, oder wir sind auf dem Weg. Wir haben jetzt, wie viel Uhr haben wir, Alter? Ich glaube, 1 Uhr? Wir haben jetzt 1 Uhr noch was. Genau, wir haben auf jeden Fall jetzt 1 Uhr. Ich habe nicht mal was gegessen, ja, Wallah. Ich habe zuletzt gegessen um 12 Uhr morgens. Mal gucken, die Preise schmecken auf jeden Fall hier, ne? Junge, wenn ihr denkt, Tankstelle ist teuer, dann kommt man nach Türkei. Bu şey, doğru mu yazıyorsunuz? Abi, weißt du das? Ah, Pegasus. Kapıyı D80. D80. Doğru, richtig. So, D82. Doğru biliyorsun abla. Doğru değil mi? Aha, aynen. Aynen, şu taraftan daha doğru. Wenn ihr denkt, Alter, Tankstellen sind teuer, dann kommt man einmal nach Köln Flughafen. Guck mal, was sie mit dir machen. Willst du Wasser? Du trinkst Benzin. Bruder, ich war einfach zuletzt vor 3 Jahren im Urlaub. Wallah, ich freue mich richtig, ja. Aber ich habe ein bisschen Angst vor Fliegen, sage ich euch ehrlich. Ich würde am liebsten mit dem Auto fahren. Aber mit meinem ist ein bisschen schwer, Freunde. Wir werden vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren hoffentlich mal so ein Zilla-Yolo machen, wo wir mit den Autos in die Türkei fahren. Aber warum diese ganze Stress, wenn man mit Flugzeug fliegen kann, Bruder? Diese, Flugzeug, Bruder, nicht Flugzeug. Mit was für Flugzeug fliegen wir nochmal? Sun Express. Sun Express, ne? Wie die Sonne mit Express. Wallah, mein Leben hat nur Allah. Ich hoffe, ich komme da einfach nur total wieder zurück. Ja, Adrenalin, ja. Ich wollte schon immer mal aus einem fliegenden Flugzeug springen. Okay. So, Freunde, auf jeden Fall, wir sind jetzt durch. Wir sind jetzt am Warten. Wallah, wir sind einfach viel zu früh, ja. Aber egal, lieber zu früh statt zu spät. 10 Euro. Wallah, was haben wir gekauft, Freunde? Wir haben einfach hier 2 Böreks, 2 Getränke, einfach 16 Euro bezahlt, ja. Wallah, 16 Euro, Bruder. Und Börek hat nicht mal geschmeckt. Wallah, kaufst du lieber fertig von Aldi oder Lidl, schmeckt besser als hier. So, Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt endlich im Flieger, oder wir gehen jetzt gerade, besser gesagt, in den Flieger. Wallah, mit dicke Verspätung, ja, 1,5 Stunden Verspätung, ne? Wallah, ja, Alter, ich schwöre, was ist das? Deutsche ja. Wallah, ich dachte Zug, Bahn, Mann, Bus, aber Flugzeug auch Katastrophe. So, wir haben es jetzt geschafft, wir sind jetzt im Flieger. Wallah, langsam werde ich müde, ja. Herzlich willkommen an Bord, liebe Gäste. Bitte verstauen Sie Handgepäck in den Gepäckfächern oder unter Ihrem Vordersitz. Wir bitten Sie, beim Verstauen Ihres Handgepäcks den Gang freizuhalten. Vielen Dank. Ich habe einfach nicht geschlafen, ich habe komplett einen Tag durchgemacht, ja. Ich bin auf jeden Fall am Arsch. Freunde, wir sind auf jeden Fall jetzt gleich da. In 15 Minuten, 10 Minuten sollten wir landen und dann geht's weiter. Danach müssen wir auf unser Bus warten. Eine Stunde Fahrt noch bis zum Hotel, Bruder. Bruder, wir sind einfach in Türkei jetzt, ja. Wallah, wir sind jetzt hier in Antalya.
Wir sind noch nicht in Alanya, wir gehen jetzt nach Alanya und nicht in Antalya. Auf jeden Fall, wir sind hier mit Sun Express gefahren. Walla war Katastrophe, ja. Freunde, wir sind jetzt hier in Antalya angekommen. Ja, ne, ihr seht schon, ich bin am Glänzen. Walla, wir haben hier schon 32 Grad. Direkt meine Sonnenbrille rausgepackt, nicht wie in Deutschland. Walla, das war eine Katastrophe. Das war so ein großer Kampf, ne, dass ich meinen Koffer und sowas finde. Wir haben lange gewartet, mit Verspätung und alles. Also, echt Katastrophe. Ich bin gerade richtig mies abgefuckt. Aber auf einer Seite auch sehr glücklich, keine Ahnung. Gemischte Gefühle, aber man kann echt nicht 1,5 Stunden noch im Flugzeug warten, dann 1,5 Stunden auf die Koffer warten, das geht nicht. Wir warten jetzt gerade auf den Bus, dass wir unsere Koffer und so das reintun können. Weil ich will einfach nur noch in mein Hotel und schlafen. Ich schwöre, ich habe einfach nicht geschlafen. Ich bin seit über 24 Stunden wach. Ich bin wie eine Leiche. Ich muss duschen, schlafen, essen, also Katastrophe, Bruder. Natürlich auch immer noch mit den Adiletten, mit Socken. Ja, ne, richtig auf deutsch-türkisch-Style hier. Sehe aus wie ein Tourist auf jeden Fall. Ja, hier oben in der Tasche noch. Gefälschte Sonnenbrille von Shein. Ich glaube, 2 Euro hat die gekostet, aber ich tue so, als komme ich aus Deutschland, als aus Almania und ich bin reich. Ne, die denken ja, wir Türken, die aus Deutschland kommen, wir sind reich. Hier, Bruder, von Shein 2 Euro diese Sonnenbrille haben wir nachbeim. Was für reich. Deine Kette auch von Shein 2 Euro. Die Leute denken, wir kommen aus Deutschland, wir sind reich. Aus Almania. Was für Schein, Mann. Lass mal kurz gehen. Kommen wir in den Bett haben. Bitte, Klima, ja, ne? Ja, ja. Koffer gefunden, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wallah, Alhamdulillah, der hat Klima. Ja, ja. Und ich habe noch nicht mal gekennzeichnet richtig. Ich musste richtig gucken, ob ich den richtigen habe. Oh, Freunde, wir sind jetzt hier im Bus. Wallah, der hat Klima. Oh, der rettet gerade mein Leben. Wallah, der rettet mein Leben. Oh, vorbei, Bruder. Das ist die schlimmste Reise, die ich in meinem Leben hatte. Wallah. Und? Das erste Mal als Vater unterwegs. Schönen Urlaub. Wir haben jetzt noch 1 Stunde Fahrt, ne? 1 Stunde Fahrt. Ja, Mann, wir haben auf jeden Fall jetzt noch 1 Stunde Fahrt, bis wir beim Hotel sind. Und dann gucken wir mal. Mach mal, stopp. Wallah, Dreck, ihr seht sich in der Türkei gesehen. Vielleicht ist das auch ein Zuschauer von mir. Der Bruder ist auf jeden Fall mies abgefuckt. Ja, was ist los? Der Flug hat mich. Wallah, Magen, alles spielt bei uns verrückt. Wallah, nie wieder esse ich Flughafen essen. Dieses Video wird nur immer mit so. Ohne Spaß, wir haben bis jetzt wirklich nur Negatives hier rein berichtet. Ich bin mal gleich froh, wenn wir wirklich alles hinter uns haben, dass wir dann ein Happy End heute haben. Ich will einfach nur noch ankommen. Also, jetzt mal Spaß beiseite, es ist ja nichts Schlimmes, ne? Aber sehr viel Stress gerade. Leute, vor 2 Jahren, wo ich geflogen bin, war alles perfekt. Aber jetzt einmal mit Sun Express geflogen. Ciao. Ich habe mich bedeckt. Allah, Allah, desem, gelsen. Wenn dir yalan alma olsam. So, Freunde, wir machen einen kurzen Zwischenstopp. Wir sind jetzt hier irgendwo an so einer Raststätte. Ja, hier. Der Busfahrer meinte 15 Minuten Stopp. Der sagt zu uns indirekt, wir sollen hier Geld blechen. Deswegen, ich bin jetzt hier, ich will kurz was zu trinken. Sag mal, Abel. Sag Geld ziehen. Was denn? Ja, sen was denn? Allah şükür. Ne yapıyorsun abi? Almanya'dan geldik. Valla? Ya valla. 24 saat şimdilik daha uyuyamadık ya. Valla daha yeni Almanya'dan geldik. Valla? Valla ya ya. Canım var abi. Ya ya, Türk'e mi iyidir? İyi. Ya? Türk müsün abi? Ya Türk'üm. Ama çok Türk'le konuşmuyorum ya. Babam kızıyor da bana. Abi biz Almanya'da yaşadık ne? Burada doğduk. Aynen öyle. Babam burada doğdu, Yozgat'ta. Gel biz de Mesime Shop'a gidelim. Orada çarlı satın alırız.
Nerede? Ben ne yapıyorum? Bırak şöyle tut ötü. Gel bir sana şu resimle şu kayıt. Ne var ki orada? Orada da aynı şeyler var. Şaka şaka abi ya. He? Bu? Ne olacak abla ya? Şey alacaktım ya, portakal suyu. Var mı sizde böyle? Ha şurada aynen öyle. Şeftali var. Dur burada şey de var ne? Ice? Ha aynen ice de. Yo, ben bir tane şey alayım. Aynen. Şu da alayım. Limon. Aynen. Portakal falan yok mu sizde? Abim portakal yok. Şile hepsi var. O zaman tamam, iki tane ondan alayım o zaman. Aynen. Hesabı kime yapacağım? Kasaya. Kaç abla? Lira ile mi olacak, euro ile mi? Lira. Doğru mu bu? Tamam, 3 lira olsun. O zaman nasıl, kaçtı? 400 de tamam, 3 lira olsun. O zaman 100 daha lazım ne? Evet. Euro o zaman ne kadar? Çünkü lira benim... olarak. Ya. Tamam o zaman, dur bekle. Tamam ne? Poşet falan var mı sizde? Ay bana bir normal su verebilir misin? Teşekkürler. Tamam böyle ya. Kolay gelsin. So Freunde, Feuerzeug hat die umsonst gegeben. Die wollten noch Feuerzeug haben. Die meinte einfach, wir können das nehmen. Ja, nee, so krass sind die in der Türkei, ne? Auch Wasser meinte die auch, kann ich so mitnehmen einfach. Aber ich hab dir Geld gegeben. Ja, schon heftig hier. Habt ihr den einen Jungen gesehen? Der wollte mich einfach abziehen, ne? Der hat gesehen, ich komme aus Deutschland, ich bin Tourist. Der meinte, komm bei uns einkaufen. Bei uns Getränke holen. Die haben hier nämlich hier, der hat gesehen, ich bin mit der Kamera und hat mich direkt von da versucht rauszuholen auf die andere Seite. Und die eine Dame hat da natürlich was gesagt. Die meinte, ey, der ist bei uns und so, wie ist das? Also hier als Tourist ist man schon, ja, die denken, wir sind Multimillionäre, ne? Die freuen sich, wenn wir kommen. Erstmal eine schöne kalte Lipton Icy Pfirsich, Walla beste. In Türkei schmeckt das ganz anders als wie in Deutschland. Walla, hier trinke ich sehr gerne Eistee. Freunde, wir sind hier in einer Raststätte, ne? Und guckt euch das mal an, wie krass das hier ist. Also, da vorne ist die Tankstelle. Guckt euch das mal an, wie groß. Also, es ist echt ganz eine ganz andere Welt hier in der Türkei. Auch hier mit dem Essen und so. Gibt's alles, ne? Und die sind super freundlich hier. Bruder, die haben mir einfach Feuerzeug umsonst gegeben. Trinken wollte die umsonst geben. Ganz andere Vibes sind hier, Wallah. Also, es ist echt hier ist Hammer einfach, ne? Walla, scheiß auf dich. Einfach nur geil. Walla, dem Bruder geht's nicht gut. Der kämpft gerade mit seinem Magen. Der muss gerade verkraften. In Türkei herrscht eine andere Luft. Der ist gerade richtig wie es aber abkackt. Normalerweise, ich bin auch empfindlich. Sobald ich in der Türkei bin, Freunde, Walla, ich muss direkt auf Toilette. Mein Bauch macht direkt Achterbahn. Bei mir bisher ist Gott sei Dank, mir geht's noch gut. Ich hoffe, fängt nicht an. Ne, deswegen, aber ihm hat das schon angefangen. Der ist richtig am Abkacken, Walla. Der hat gar keine Laune mehr zu reden, nix. Der ist am Ende, Walla, der ist am Ende. Dritte Mal war der schon auf Toilette. Wir sind seit keine Ahnung wie viele Stunden wir in der Türkei sind. Ich glaube eine Stunde, ne? Ja. Nicht mal, und der war schon dreimal auf Toilette. Sobald der vom Flugzeug ausgestiegen ist, aber nachher mein Deutsch ist noch in Deutschland geblieben. Der Stress hat auf den Magen geschlagen. Also hier, Lipton bezahlst du ohne Pfand, weil es keine Pfandflasche hier. Aber es ist gleich wie in Deutschland, aber keine Pfand. Und wisst ihr, was noch geil ist? Ein Mülleimer, nur ein Mülleimer. Was für Müll trennen, Alter? Müll ist Müll. Oh shit. Freunde, wir sind endlich angekommen, Alter. Boah, was war das für ein Kampf? Normalerweise hätte das Ganze, keine Ahnung, 6-7 Stunden alles gedauert. Von Deutschland mit dem Flug und dann mit dem Transfer hierhin. Aber ey, wir sind keine Ahnung wie viel, wir sind 0 Uhr von Deutschland zum Flughafen gegangen und sind einfach jetzt 13 Uhr in unserem Hotel und nicht mal eingecheckt. Wir müssen uns noch einchecken. Also das war echt ein Katastrophenurlaub. Also beziehungsweise der Anfang war echt sehr, sehr Katastrophe. Und jetzt mal schauen, ne? Also wir hatten so viel Pech, ne? Flugzeug hatte Verspätung, Transfer war Katastrophe. Wir waren die Letzten, wir mussten einfach 4 Stunden mitfahren. So, jetzt sind wir im Hotel. Boah, ich bin so froh, dass ich jetzt hier bin. Hammer.
Hammer, 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 Hammer. Wir haben es geschafft. Jetzt nur noch ab in mein Zimmer und dann bin ich glücklich. Wir melden uns jetzt gerade an und dann geht es hoffentlich direkt zu unseren Zimmern. Ich bin echt gespannt, wie unser Zimmer aussieht. Ich hoffe, ich habe ein großes Bett und alles passt. Und dann, boah, ich muss schlafen, ich muss duschen, ich muss alles erstmal. Aber an sich, Hotel sieht super aus, ja. Also eines der besten Hotels. Sehr, sehr nice sieht das hier auf jeden Fall aus. Natürlich Roomtour und weitere Vlogs kommen dann in den nächsten Videos, ne? Aber wir gucken uns mal das jetzt gleich erstmal kurz einmal an. Ja, Mann, wir sind jetzt hier im Aufzug. Voilà, nice, ja? Ach, hier, komm. Hier, schön, guck mal, hier, richtiger Tourist, Alter. Fast hier zugegangen an meiner Arbeit. So. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus hier, ne? Okay, das ist jetzt unser Zimmer hier, ne? Gucken wir uns das jetzt mal kurz und knackig an. Mein Bruder ist da ganz hinten. Wir sehen die schon. Da ganz hinten ist mein Bruder. Gott sei Dank. Der ist nicht zu nah, Wallah. Gar keinen Bock auf diese Tante da mit dem seine Stimme hören. Hier, der kommt klopfen, dies, das. So ist gut. Wallah, so ist gut. Mal gucken. Okay, ich muss sagen. Nice. Wallah, nice. Wallah, nice. Hammer. Richtig geil, ne? Richtig sauber. Richtig, richtig geil. Also sieht echt sehr, sehr gut aus. Hat meine Erwartungen ein bisschen, also mehr als übertroffen sogar, ne? Also ist schon nice. Gucken wir mal hier Toilette. So, Toilette. Abo, Bruder. Bruder. Hammer. Hammer, 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 geil. Also richtig, richtig geil, Mann. Auch mit dem Boden sehr, sehr sauber. Sehr, sehr sauber. Richtig schön. Hier auch die ganzen Fenster, Spiegel, sehr, sehr sauber. Toilette auch, 1A. Ja, ne, Toilette, Dusche, Musche und so muss immer bei mir sehr sauber sein. Sonst direkt andere Zimmer bei mir. So, hier ist auch natürlich alles picobello. Alles sehr schön gepflegt. Also wir sehen sehr, sehr sauber. So, dann haben wir hier Kühlschrank. Oh, wir haben sogar schon Getränke. Was für Kosten, man hat doch schon bei uns drinnen. Nein, woher sollen die denn wissen, dass das kostet? Die sehen nicht, dass wir das getrunken haben. Ja, ist doch egal, Mann. Nein, ich glaube nicht, dass es kostet. Doch. Hier auch. Okay, super. Sehr nice. Fernseher haben wir hier auch. Spiegel. Okay. Ne, wie gesagt, Bett 1A. Gucken wir mal einmal hier. Schön. Balkon auch sehr, sehr schön. Und hier, Bruder. Ja, hier unten sieht man auch schon. Okay, also ich sag mal so, vom Ausblick her hätte ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. Die haben uns gesagt, wir haben ein direktes Meerblick, aber von der Innenseite. Aber wir sind jetzt quasi auf der Außenseite, ne? Das heißt, wir sind jetzt schon quasi auf der Straße, ne? Wenn ihr mal hier seht, ja ne, Bruder, das ist ein bisschen miese, das kackt jetzt ein bisschen rein. Ja, aber ja, was soll ich euch sagen, ne? Normalerweise sollten wir in der Innenseite, dass wir direkt quasi zum Meer gucken. Aber ne, soll man auch damit zufrieden sein. Ist jetzt nicht so schlimm. Ist okay. Ne? Aber sonst ist alles andere ist super. Ja, sonst bin ich eigentlich zufrieden. Ja. Ich würde mal sagen, wir checken einmal oder testen einmal das Bett. Wie flexibel das Bett hier ist. Einmal hier so, wenn ich mal so rein drauf springe. So. Bruder, alter Schwede, ist das geil.